der 20-Jährige aus Flirsch, der Tiroler, von dem wir beide sagen, wenn er durchkommt, dann kann er diesen Slalom gewinnen. Dann gewinnt er seinen ersten Kitzbühel-Slalom. Ich habe nachgeschaut, das hat nur ein einziger geschafft. Patrick Grisel hat bei seinem ersten Antreten im Slalom auch gewonnen. Und er könnte der Zweite sein. 700. Vorsprung auf Wuronik. Ganz brate Ski für ihn und legt einfach die Ski um. Lasst sie laufen. Schaut, was der für ein Zug da drauf hat. Ganz frech vor eine. Und hat auch das Gefühl, das ist ja ein großer Mann. Das ist ja fast noch als 90er. Und er hat das weiche Kniespiel trotzdem. Unten geht die Partie. Trotzdem, dass er die Ski ab und zu auflupft. Aber schnell. So, hoffentlich geht es im unteren Teil auch gut. 1,16,57, 28 Hundertstel Vorsprung ausgebaut. Er hat schon wieder Fehler, als macht nichts. Das ist so wie der Teufel, der haut sich einfach runter. Frech vor der M und du musst mit dem Ski frech fahren. Komm Mario, bring die Führung herunter. Dann gibt es einen österreichischen Sieg. Mario Mann, der ist sein dritter Weltcup-Einsatz. Jawohl, super Vorder, der Gewalte. Das muss reichen, 1,40, 1,41, 1,42, 79, Riesenvorsprung, 98 Hundertstel Sekunden. Mario Mann vom Flirscher Marlberg.